Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ludwig. Ja, wir sind jetzt in dem Kontrollzentrum. Ja, in dem Kontrollzentrum, damit da die Physis landen kann. Und jetzt müssen wir in dem Labor, müssen wir jetzt anfangen, irgendwelche Windräder zu setzen. Oder zum Laufen zu bringen oder so. Labor-Windräder, das kann jetzt mal lustig werden. Verteile die drei Windräder so in der Landschaft, dass alle drei Bedingungen, Zufriedenheit der Bevölkerung, Energiegewinnung und Baukosten eingehalten werden. Ach du Scheiße. Platziere ein Windrad, in dem du den farbigen Knopf im Mittelbalken verschiebst. Achte dabei auf die Windstärke. Stelle mit den beiden Reglern in der unteren Bildmitte den Durchmesser und die Höhe des Windrads ein. Achte dabei auf die Baukosten. Leute, das kann ja wirklich heiter werden. Meine Güte. Tipps. Die Zufriedenheit der Bevölkerung steigt, je weiter ein Windrad von der Stadt entfernt aufgestellt ist. Sag mal, Ludwig, wohnt da noch irgendjemand? Nee, Jolina, ich weiß nicht, alles blanke Theorien. Da hast du allerdings recht. Allerdings steigen dadurch auch die Leitungskosten für den Energietransport in die Stadt. An einigen Stellen ist es besser, wenn ein Windrad beispielsweise nicht so hoch, dafür aber groß im Durchmesser ist. Das spart Baukosten und erhöht je nach Landschaftstyp die Energieausbeute erheblich. Leute, das kann heiter werden. Also dann versuchen wir das Ganze mal. Wo sind denn die drei? Da ist viel Wind. Da ist viel Wind. Wo wohnen die Leute denn? Kann ich die... Ah, das kann ich so richtig? Upsa. So. Du produzierst zu wenig Energie. Die Menschen fühlen sich durch Standorte gestört. Also gut, dann gehen wir mal... Kann ich denn da noch weiter rüber? Ist da Wasser? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt machen wir dich ein bisschen höher. Das Budget steigt und steigt. Energie habe ich so gut wie keine. Wieso habe ich keine Energie? Lass mal gucken. Was machen wir denn mit hier? Na, nicht. Wo sind denn die... Ich weiß gar nicht, wo sind denn unsere Leute? Wo wohnen unsere Leute denn? Akzeptanz? Uah. Gar nicht gut. Wo wohnen die denn? Kann ich es ganz da hochstellen? Aber das Budget steigt. Upsa. Upsa, das war zu schnell. Oh, keine Energie. Muss ich dich höher machen? Budget steigt. Energie steigt. Wenn ich dich jetzt weiter runterstelle? Ah. Also komm, dann stellen wir dich mal weiter runter. Wir haben keine Energie. Also dann, warte mal. Warte mal, warte mal. Da, warte mal, da war gut. Oh, Akzeptanz. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Upsa, Akzeptanz ist weniger gut. Das ist doch... Ah, okay. Wenn ich dich höher baue... Niedriger? Größer? Nein. Okay. Also, die Akzeptanz ist nicht so besonders, glaube ich. Dann haben wir dich noch. Wo können wir dich denn hinschieben? Wenn wir dich... Warte mal, da rüberschieben. Das akzeptieren sie, aber ich habe keine Energie. Also gut. Ich dich höher baue. Budget, oh mein Gott. Leute. Produzierst du noch nicht? Also, ich kann mir die Windräder leisten und die Menschen sind zufrieden. Dann baue ich dich mal höher. Oder größer. Wann habe ich denn genügend Energie? Baukosten. Ah. Gut, okay. Dann schieben wir dich ein bisschen weiter darüber. Und machen dich kleiner. Nein. So, ich kann mir das alles noch leisten. Du produzierst zu wenig Energie. Meine Güte, Leute. Baue ich dich ein bisschen höher? Die Akzeptanz ist okay. Ah, du produzierst genug Energie. Die Menschen sind mit den Standorten zufrieden. Du kannst dir die Windräder leisten. Wunderbar. Windrad 1. Landschaft Gebirge. Auf Bergspitzen sind starke Winde in den oberen Luftschichten nutzbar. Besonders hohe Windgeschwindigkeit entsteht in sogenannten Bergtunneln durch den Sogeffekt. Bergtunnel sind Bereiche, an welchen zwei Bergkämme über eine längere Strecke annähernd parallel zueinander verlaufen.
Baukosten in den Burgen sind sehr hoch, ja, das ist wohl wahr. Windrad 3, Landschaft Insel. An der flachen, der Hauptwindrichtung zugewandten Flanke entstehen starke Winde. An Steilflanken oder Steilküsten entstehen indes Verwirbelungen und unstete Windgeschwindigkeiten. Okay. Wissenspunkte gesammelt? Naja, also gut. Alles klar. So, jetzt sind die Dinger wahrscheinlich richtig, Ludi. Das haben wir gut gemacht. Naja, Jolina, aber mittlerweile ist meine Energie schon wieder so ein bisschen lahm. Professor Goodwill, können Sie mich jetzt besser empfangen? Ja, ich empfange Sie. Ich habe die Leitung meines UKW-Radios erhöht. Können Sie die Anweisungen verstehen und die Energieversorgung herstellen? Alles erledigt. Die Anzeigen hier im Kontrollraum deuten darauf hin, dass die Energieversorgung einsatzbereit ist. Ausgezeichnet, Herr Ludwig. Das machen Sie ausgezeichnet. Dann leiten Sie bitte jetzt die Energie an die Landerampe. Die Andockbefehle werde ich mit meinem Laptop geben. Aha. Ich habe den Kapitän der Physis entsprechend angewiesen. Der Autopilot wurde abgeschaltet und die Landesequenz initiiert. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn alles gut geht, dann wird die Physis in T60 Minuten aufsitzen. Die Menschen werden das erste Mal seit 250 Jahren wieder einen Fuß auf die Erde setzen. Ludwig, sobald uns Goodwill diese Codes übergeben hat, machen wir uns aus dem Staub, bevor diese Physis landet. Ich kann mir nicht erklären, woher deine panische Angst vor den Menschen kommt. Dieser Goodwill erweckt doch einen wohlgesinnten Eindruck. Pah, siehst du das denn nicht? Sie missbrauchen ihre Maschinen für alles Mögliche und es ist den Menschen egal, dass sie ihren Heimatplaneten ausbeuten. Hauptsache, sie bauen noch mehr Maschinensklaven. Ich riskiere nicht, dass sie uns mit heruntergelassener Motorhaube einfangen. Wir lernen über Energieerzeugung und das war's dann auch schon. Hol dir die Zugangscodes und dann nichts wie weg von hier. Ich errechne deine Schaltkreise, übertreiben Autotronik, aber gut, du bist hier der Boss. Ich werde jetzt die Energie auf die Landerampe leiten. Okay, dann tun wir das mal. Landerampe benutzen. Da müssen wir bestimmt wieder irgendwas bauen, oder? Aktiviere die Landerampe. Hab ich schon gemacht? Vorschaltung, Netzkreislauf, hochgefahren, Lastenverteilung, Relais, Unterspannung, Hauptenergieversorgung, in Anlauf. Professor Goodwill, die Energie fließt. Wunderbar, Herr Ludwig, es klappt. Ich werde nun eine Datenverbindung aufbauen und die Andockbefehle erteilen. Telemetrische Datenakquisition läuft. Gravitationskreisel im Anlauf. Navigationstrecker auf Autopilot. Äußere Landungsbrücken geöffnet. Ludwig, ich will euch beide ja nicht beunruhigen, aber ich registriere starke Energie- und Druckschwankungen im Inneren der Landerampe. Die Skala zeigt ähnliche Druckamplituden wie als bei einer... Professor Goodwill, irgendetwas stimmt hier nicht. Die Leistungsaufnahme steigt an. Sind Sie sicher, dass... Nein, alles in Ordnung, Herr Ludwig. Moment, warten Sie. Mein Gott, ja, ich sehe es jetzt auch. Es scheint, als ob Druckwellen die Landerampe erschüttern. Ich versuche, das System zu stabilisieren. Oh mein Gott, das ist aufregend. Mist, es funktioniert nicht. Die Steuersysteme werden instabil. Ludwig, reduzieren Sie die Energie, die Eingangsleistung. Herr Professor, die Anzeigen spielen verrückt. Alles blinkt, ich kann nichts erkennen. Grundgütiger, die Anlage ist am Limit. Schalten Sie die Versorgung ab, sofort. Negativ, der Schalter klemmt. Nein, was ist hier los, Ludwig? Tun Sie was. Nun tun Sie schon was. Nein! Oh Gott, was passiert? Die ganze Landerampe geht in die... Oh, no! No. Ah, Verflixum. Bei all meinen heiligen Zentralschaltkreisen. Ludwig, Berichterstattung sofort. Was ist passiert? Was ist hier oben los? Ich weiß nicht. Ich Autotronik, die Landerampe ist explodiert und hat sich vor unseren Augen in einen gleißenden Feuerball verwandelt. Was? Ludwig, jetzt hast du aber richtig Mist gebaut. Ich glaube nicht, dass das die Schuld von Herrn Ludwig war. Ich kann es kaum glauben. Die Landerampe, unsere einzige Hoffnung. Professor Goodwill, beruhigen Sie sich. Beruhigen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Das war unsere letzte Chance, die Menschen auf der Physis zu retten. Oh mein, welche Katastrophe. Sie haben auf uns gezählt. Herr Professor Goodwill. Es tut mir so schrecklich leid, ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte. Herr Ludwig, ich verstehe. Ich muss mich jetzt zurückziehen und nachdenken. Sie haben sich an Ihren Teil der Abmachung gehalten. Ich halte mich an meinem. Hier die Zugangscode für die Satelliten. Danke, ich weiß nicht, wie ich Ihnen nun danken soll. Ich hoffe, Sie finden eine Lösung, wenn ich helfen kann. Ludwig, Ruhe. Wir haben uns an die Abmachung gehalten und Goodwill hat zu uns den Zugangscode gegeben. Sieh zu, dass du deine Satellitenschüssel findest, und lass Goodwill in Ruhe. Das ist ein Befehl. Autotronik, du bist sowas von... Diese Menschen sind ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert. Ludwig, befolge den Befehl, ansonsten sehe ich mich gezwungen, deine Steuerung zu übernehmen. Such nach einer Satellitensteuerung und setze den Notruf ab.
Ich kann Gutwill unmöglich im Stich lassen. Herr Ludwig, es ist in Ordnung. Gehen Sie. Die Satellitensteuerung befindet sich im Obergeschoss des Kontrollbunkers. Ich werde schon eine Lösung finden. Gutwill Ende. Okay, da oben ist die Satellitensteuerung. Satellitenschüssel. Wunderbar. Gut, okay. Finde die Satzsteuerung. So, dann gehen wir mal nach oben. Das wird auch mit der Energie wird so langsam ein bisschen knapp. Oh Mann, und da ist überall, hört ihr es? Die Sirenen, meine Güte. Oh Mann, Ludi, was ist denn da schiefgelaufen? Jolina, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das einfach alles zu alt ist. Ich meine, das liegt doch da schon seit Jahrhunderten, 250 Jahre oder so. Ich meine, das ist doch klar, dass da irgendwas nicht richtig hinhaut. Positionslichter aufsammeln? Gut, dann sammeln wir die auch auf. Sonst noch irgendwas, was wir hier finden können? Nee, ich glaube nicht. Tagebuchseite. Ist da oben irgendwas? Hüpf da mal hoch, Ludi. Nee, ich glaube nicht, dass da was ist, Jolina. Komm, hüpf mal. Aber ich habe kaum noch Energie. Nee, da ist nichts. Okay, also dann. Dann gehen wir jetzt zu der Satzsteuerung. Und jetzt müssen wir wieder einrichten, vermute ich mal. Systempasswort eingegeben. Setzt den Funkspruch am... Autotrone, ich habe die Satellitensteuerung gefunden. Gut, gib den Zeit... Gib den Zugangscode ein und setze den Notruf ab. Zugangscodes 4, 8, 15, 16, 23, 42. Zugangscodes werden verifiziert. Satellitensteuerung freigeschalten. Autotronik, es klappt! Ludwig. Ludwig an Unitron. Hier Ludwig. RESU-Einheit 42 auf Mission Erde. Suche nach erneuerbaren Energiequellen. Unitron, bitte melden. Leeres Weltraumrauschen. Autotronik, wieder nur leeres Rauschen. Ludwig, du musst weiter versuchen. Hier spricht Captain John Tyler Kirk, kommandierender Offizier der Euphysis. Im Auftrag der Vereinten Föderation ersuche ich Sie, sich auszuweisen. Mhm. European Spaceship. Ach du liebe Zeit. Sie senden auf eine Sperrfrequenz, deren Nutzung nur der Vereinten Föderation vorbehalten ist. Beantworten Sie meine Frage. Von wo aus setzen Sie diesen Funkspruch ab? Ludwig, jetzt sag kein Wort, hörst du? Ich weise Sie darauf hin, dass Sie unsere Satellitennetze widerrechtlich verwenden. Wenn Sie uns nicht verraten, wer Sie sind, dann sehe ich mich gezwungen, dass... Ludwig, mein Name ist Ludwig. RSU-Einheit 42 vom Planeten Unitron. Ich sende vom Planeten Erde. Bist du verrückt? Das kann ja heiter werden. Herr Ludwig, wir haben Ihre Nachricht am Planet Unitron abgefangen. Ich kenne diesen Geheimcode nicht. Ich bitte Sie jedoch dringend um Folgendes. Mein Schiff, die Physis, wurde von einem unidentifizierten Flugobjekt schwer beschädigt und sollte in T45 Minuten auf einer Landerampe notlanden. Doch unser Kontakt zur Bodenkontrolle ist abgerissen. Ja, ja. Und was machen wir jetzt? Stellen wir uns jetzt dahin und machen die mit den Positionslichtern? Aha, ich sehe es schon kommen, Ludi. Du musst dahin und winken. Oh, Jolina, ist gefährlich. Ich weiß, Ludwig. Ludwig, sag ihnen jetzt bitte nicht das... Captain Kirk, diese Landerampe ist tragischerweise vor einigen Minuten explodiert. Ich habe es selbst gesehen. Nein, natürlich, sagt er es, natürlich. Was? Das ist ja grauenvoll. Wir haben hier über 1 Milliarde Menschen an Bord und der Sinkflut lässt sich nicht umkehren. Herr Ludwig, was können Sie dazu sagen? Nichts, sag bitte nichts. Ein gewisser Gutwill und ich haben die Landerampe mit Energie versorgt. Doch sie ist dabei explodiert und völlig zerstört worden. Gutwill hat sich zurückgezogen und ich kann ihn nicht erreichen. Wir ebenfalls nicht. Hören Sie, Herr Ludwig, wir haben keine Wahl, außer zusammenzuarbeiten. Helfen Sie uns bei der Notlandung. Wir schalten im Gegenzug den Störsender ab und Sie können Ihre Nachricht übermitteln. Großartig, Ludwig, wirklich großartig. Aber Autotronik, was sollen wir denn auch anderes tun, als den Menschen zu helfen? Schließlich helfen Sie uns doch auch. Und du wirst doch wohl kaum so viele Menschen kampflos ihrem Schicksal überlassen wollen. Hören Sie, Herr Ludwig, wir haben wirklich sehr wenig Zeit. Die Physis befindet sich im raschen Sinkflug und wenn alles stimmt, was Sie sagen, und ich muss Ihnen da vertrauen, dann bleibt nur eine Wahl. In den Bergen Not zu landen ist weitaus gefährlicher. Die Physis wäre dem Untergang geweiht. Als Captain sehe ich eine einzige Chance einer Notlandung im nahen Wüstengebiet. Im Wüstengebiet? Oh Mann, wir haben doch kaum noch Energie, Leute. Ludi. Der Autopilot ist ausgefallen. Wir müssen manuell navigieren. Sie können unsere Chancen wesentlich erhöhen, indem Sie Navigationsmarke innerhalb des Notlandegebiets verteilen. Ludwig! Ludwig, ich habe mitgehört. Die Idee von Captain Kirk ist machbar. Es ist zumindest eine Chance. Im Kontrollbunker ist eine Kiste mit Navigationsmarken. Rasch finden Sie sie. Das Wüstengebiet liegt nicht weit entfernt auf dem Dach
des Kontrollbunkers steht ein Drachenflieger. Damit können Sie die Strecke Lafrasch zurücklegen. Herr Professor Goodwill, Autotronik, Captain Cork, ich bin völlig durcheinander. Kiste mit Navigationsmarken finden und dann mit dem Drachenflieger in die Wüste fliegen. Ist das so richtig, Autotronik? Ja, der Schlamassel gefällt mir gar nicht, in den du uns da schon wieder reingeritten hast. Aber in Anbetracht der äußerst unerfreulichen Umstände errechne ich, dass wir wohl keine andere Wahl haben. Mission autorisiert. Herr Ludwig, hören Sie, bitte helfen Sie uns. Sie werden Ihre Hilfestellung nicht bereuen. Melden Sie sich, wenn Sie im Wüstengebiet gelandet sind. Captain Cork, Ende. Zeitung aufsammeln, liefert Energiepunkte, Tools Magazin aufsammeln. Okay, wo ist denn jetzt diese Kiste? Oder haben wir das schon? Wo ist diese Kiste? Wo ist diese Kiste? Die Kiste haben wir, glaube ich, schon eingesammelt. So, und wie komme ich jetzt aufs Dach? Wie komme ich aufs Dach? Ludi, wie komme ich aufs Dach? Wie komme ich zum Drachen? Ich weiß nicht, Jolina. Da muss doch irgendwo eine Treppe sein oder sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ludi, ich weiß nicht, wo... Speicherpunkt, wie kommt man denn da jetzt aufs Dach? Dach, 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 auf dem Dach ist ein... Wie komme ich aufs Dach? Na, da hätte mir doch einer sagen können, wie man aufs Dach kommt, oder? Im Kontrollbunker. Lass mal gucken. Gehe zum Drachenflieger auf dem Dach. Ja. Schön. Warte mal. Schieb mal die Kiste da weg. Schieb mal die Kiste da weg, Ludi. Dann geht's hier vielleicht weiter. Schieb die mal weg. Schieb die mal ganz weg. So, guck mal, da kann man raus. Ah. Dann kann man hier aufs Dach. Mal Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da ist der Drachenflieger. Okay, und jetzt? Herr Professor Goodwill, ich stehe am Rande des Abgrunds vor dem Drachenflieger. Können Sie mich kurz instruieren? Herr Ludwig, haken Sie sich den Sicherheitsgurt ein und steuern mittels Schwerpunktverlagerung. Versuchen Sie, Aufwände zu nutzen und weichen Sie Hindernissen tunlichst aus. Und es kann ja heiter werden. Wir können nicht die genaue Aufprallstelle der Physis bestimmen. Ich übermittle Ihnen ungefähre Koordinaten. Sie müssen dann vor Ort eine genaue Bestimmung durchführen. Gut, ich melde mich, sobald ich im Wüstengebiet bin. Hals- und Beinbruch, Herr Ludwig. Was? Was soll ich mir brechen? Getriebe- und Kraftfeldbruch, meint er wohl. Sie haben wirklich eine seltsame Sprechweise. Nun gut, Getriebe- und Kraftfeldbruch, Herr Ludwig. Danke, jetzt geht's mir bestimmt besser, Ludwig, Ende. Okay, also dann schalten wir... Lass uns dann nochmal ganz kurz gucken. Ich höre da immer nur die Dings. Die Sirene, das ist echt nervig. Möchtest du... Ja, wir wechseln jetzt. Ist egal, wenn wir nicht mehr zurück können. Haben wir halt nicht alle Tool-Magazines gefunden, aber das macht jetzt nichts. Da wird auch dankenswerterweise gleich gespeichert. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob ich selber fliegen muss oder ob das Programm für mich macht. Was meinst du, Ludi? Na, ich hoffe mal, dass es das Programm macht, Jolina. Du fliegst bestimmt schrecklich. Ja, da hast du recht. Ich fliege schrecklich. Meine Güte, war das aufregend. Aber es geht halt einfach nichts ohne Probleme. Ladestation. An unterschiedlichen Stellen im Spiel kannst du Ludwig mit Energie aufladen. Ja, das kennen wir. Den Energieadapter, den haben wir auch. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir müssen in die Wüste. Da wird wohl nicht allzu viel Wind sein. Und wir haben kaum noch Energie. So ein bisschen Kohle und Frust haben wir noch. So. Guck mal, Ludi, wie du schön fliegen kannst. Oh. Ksch. Autotronik, Goodwill, hören Sie mich? Na toll, ein Funkloch. Hallo, wer spricht da? Empfangen Sie uns? Oh Gott, die Vergessenen. Bestätige, Goodwill, sind Sie das? Goodwill? Kennen wir nicht. Hier spricht der Wüstenstamm der Vergessenen. Sie haben vermutlich noch nie von uns gehört. Hierher verirrt sich selten jemand. Die Vergessenen? Ich dachte, alle Menschen haben die Erde längst verlassen. Nicht alle. Wir haben uns damals entschieden, hier zu bleiben und mit der Natur im Einklang zu leben. Ah ja. Das wusste ich nicht. Ich bin Ludwig, ein Naturforscher. Hören Sie, die Physis, ein Großraumschiff ist mit einem anderen Raumschiff kollidiert und muss notlanden. Die Menschen schwimmen in Lebensgefahr und... Oh, oh nein, halt, halt, oh, oh nein! Nicht verzweifeln, erzählen Sie erstmal. Das darf doch nicht wahr sein. Was, verzweifeln? Ich doch nicht. Nein, ich habe eben meine Brechstange verloren. Ach du Schande. Ihre was, Ihre Brechstange? Schon gut, ich finde eine andere. Also weiter, mein Auftrag ist es, ein Gebiet für die Notlandung zu markieren. Kennen Sie dieses Wüstental? Kommt drauf an. Es gäbe hier ein großes Gebiet. Womit sind Sie denn unterwegs? Mit einem Drachenflieger, doch die Winde lassen nach. Zu Fuß werden Sie hier nicht weit kommen. Wir haben Ihnen die Koordinaten einer unserer Vorposten übermittelt. Landen Sie dort, alles weitere folgt. Gut, angesichts der Lage, Ludwig, Ende. So, dann landen wir mal und hoffen, dass wir auch gleich bei dem Wüstenstamm, die Vergessenen, den Vorposten ankommen. Jo, da sind wir jetzt. Oh Mann. Ah ja. Windenergie, ein bisschen geht. Das ist schon mal was wert. Okay.
es wird erstmal wieder gespeichert. Jetzt nehmen wir noch den Hauptauftrag an. Na? Oh Mann, die Wüste sieht wirklich wüstig aus. So. Da unten sind auch wieder so Hauptauftrag benutzen. Halt, du bist vorbeigelaufen, Ludi. Ja, ist ja gut. So, Hauptauftrag benutzen. Hallo? Wüstenvolk? Ich meine Vergessene. Ich bin gelandet. Was nun? Sehen Sie den Vorposten und das Solarkraftwerk? Sie brauchen es für ein Wüstenfahrzeug. Und wir für unsere Wasserversorgung. Es ist allerdings kaputt. Oh mein Gott, alles ist kaputt da. Ah, und wie ich schon vorausberechnen kann, werden Sie mich gleich bitten, das alles für Sie zu reparieren. Richtig. Wir leiten Sie zum Gebiet und Sie helfen uns. Deal? Gut, ich klettere runter und sehe mir die Geräte genauer an. Ludwig Ende. Ja, ich klettere runter. Ja, wo klettern wir runter? Kann man da einfach runterhüpfen? Komm, hüpf mal runter. Nee, wir können nicht runterhüpfen, Ludi. Das geht nicht, also müssen wir laufen. Also dann laufen wir eben. Können wir hier laufen? Ja, das geht. Das sieht gut aus. Ja, das sieht auch nicht gut aus. Hm. Ludi, ich komme nicht weiter, Jolina. Ja, dann hüpf da mal hoch. Vielleicht müssen wir da einfach hüpfen. Oh, ja. Siehst du, geht doch. Ja, aber ich habe kaum noch Energie, Jolina. Nee, das geht auch nicht. Mann. Okay, so, jetzt sind wir da oben und nu? Ich kann nicht weiterlaufen, Jolina. Hm. Komm, hüpf mal. So, wie kommen wir denn da jetzt rum? Ah, wir finden das schon. Ja, das glaube ich auch. Wir finden das ganz sicher. Irgendwie müssen wir ja da runter. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Da geht's auch nicht weiter. Geht's da weiter? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Jolina. Komm, hüpf mal. Oh, oh, gefährlich. Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mit Ludi, du hängst fest. Ja, ich sehe es, Jolina. Und dann laufen wir mal hier auf der Wüste. Zumindest sind wir jetzt runtergekommen. Und dann laufen wir halt um dieses Ding da rum. Nee, das geht nicht weiter. Diese Wüste scheint ja endlos zu sein. Es ist wohl besser, wenn ich zurückgehe und schnell meine Aufgaben erledige, bevor ich mich verirre. Okay. Das Programm hat ein Einsehen mit uns. Aber wie komme ich denn da runter? Ludi, ich weiß nicht. Kann man nicht einfach hüpfen? Na, ich weiß es auch nicht. Irgendwo muss man doch da runterkommen. Hm. Hüpf mal darüber. Geht auch nicht. Ich komme hier nicht weiter. Hm. Ludwig. Wie kommen wir da runter? Ich habe keine Ahnung, Jolina. Oh, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Also da runterhüpfen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nirgends. Guck mal. Hm. Hüpf mal darüber. Nee, es geht nicht. Ich kann nicht hüpfen, schau. Da geh doch mal da rein. Ah, Mensch, sind wir doofi. Ja, da hast du wohl recht. Wir sind wirklich doofi. Da ist der Eingang und wir... Ah, nee. Ist ja peinlich. Aber wir stellen es trotzdem hoch, oder? Ja, klar, stellen wir es hoch. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Nee, das ist eine Sackgasse. Da geht's runter, schau mal. Findet man da noch irgendwas? Nee. Okay. Oh, Ludwig, wir sind zwei so Helden. Ja, aber das macht nichts, Jolina. Guck mal, da ist eine CD-ROM. Ja, nimm sie mit. Sehr schön. CD-ROM gefunden. So. Aber ich glaube, jetzt machen wir das nächste Mal weiter. Was meinst du, Jolina? Ja, ich glaube auch. So, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.